Die freien Völker Mittelerdes feierten viele Siege über Saurons Horden. Doch die Armee von Minas Morgul wird größer. Mhm. Wenn Mordor Osgiliath nimmt, ist der Weg nach Minas Tirith frei. Und damit hallo und herzlich willkommen zur guten Kampagne von Schlacht um Mittelerde 1. Immer noch auf demselben Patch. Patch 2.22 V2.0. Und wir sind in Osgiliath, müssen Osgiliath halten. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in Osgiliath rein, gucken, was da so auf uns zukommt. Osgiliath war einst das Juwel Gondors. Mhm. Heute liegt die Stadt in Trümmern und ist Schauplatz des Krieges zwischen Gut und Böse. Nicht so gut. Ja. Ich hoffe mal, es ist mehr als Faramir, der einfach reinrennt und stirbt. Oder fast stirbt. Man sieht schon eine fette Belagerung, also Krieg ist im Gange. Und wir werden von Orks, Trollen überrannt. Die dunklen Horden Mordors werden täglich stärker. Ja, aber die Wachen an den Brücken werden stündlich weniger. Verstärkt die Ströme an den Brücken, überquert dann den Fluss und treibt den Feind zurück. Okay. In die Türme. Unsere Bogenschützen halten den Feind in Schacht. Für die weiße Stadt. Ich denke mal, wir warten hier, wir müssen jetzt chillen, bis wir Verstärkung bekommen. Sie greifen an. Resource Building. Haltet nach dem Feind Ausschau. Gut. Beeilt euch. Bogenschützen. Da rein. Das ist immer nice. Hier, Ithilien Ranger. Da rein. Ah, hier unten geht's weiter. Ich glaub's nicht, ey. Ah, da habe ich ein bisschen nicht gepennt, aber. Feuer frei! Bleibt wachsam! Elende Bestien! Da, Soldaten sind einsatzbereit! Bleibt wachsam! Du. Ich bin ja voll überfordert, ey. Ich glaub's nicht. Schwerter! Gehen wir! Unsere Truppen werden angegriffen! Warum rennt ihr denn immer wieder weg? Die haben Angst. Das ist ja auch nicht. Das ist nicht okay. Wir müssen sie zurücktreiben. Soldaten Gondors. Vernichtung. Vernichtet sie alle. Alles in Schutt und Asche. Am besten wäre es, wir holen mal irgendwie Reiterei. Der Feind, in Deckung, Männer. Hier gibt's Reiterei. God damn. Los! Beeilt euch! Vorwärts! Wir müssen sie zurücktreiben! Vernichtet! Schwerter! Krieg! Vorwärts! Ah, und warte kurz hier. Secure Bridges und. Okay. Das machen wir doch halt mal. So, Blockformation, it is. Weiter so, Waldläufer! Der Feind kontrolliert die südliche Brücke. Bögen bereit machen. Wir haben die südliche Brücke genommen. Lass sie fliegen! Achtung! Nicht aufgeben! Hier wurde gar keine Brücke genommen. Nein. Das ist wir werden angegriffen. Feuer frei! Bleibt wachsam! Richtig weird. Positionen halten! Der Feind kontrolliert die südliche Brücke! Hier entlang! Die oberste geht gut. Naja, die geht gut. Macht euch kampfbereit! Formation halten! Schwerter! Und überrennt sie! Macht euch bereit! Gönnt euch das! Gönnt euch! Gönnt euch! Wir bauen noch einen weiteren Stable. Erhaltet den Horizont im Auge! Okay. Wir
Haltet die Augen offen! Macht euch kampfbereit! Zieht eure Schwerter! Zieht sie! Ja, ja! Ja, ja, ja. Wir haben die Kaserne verbessert. Ihr. Soldaten sind einsatzbereit. Macht das. Macht eure Waffen bereit. Unsere Truppen werden angegriffen. So viel habe ich nicht. Das ist nicht gut. Das Lager des Feindes gefunden. Die südliche Brücke wird angegriffen. Soldaten, der Feind kontrolliert die südliche Brücke. Der Feind ist nicht fern. Ich weiß nicht, ob das so. Wir haben die Männer Rohans! Rohirrim! Rohirrim! Reiter, da rettet sie nieder! Vernichtung! Vernichtet sie alle! Ja, ja! Die Schlacht wartet! Vernichten! Sie haben die Stunde verbessert! In die Schlacht! Oh, wir haben ganz, ganz viele Punkte. Ja. Wir brauchen so welche. Ja, Faramir kommt, glaube ich, mal perfekt. Okay. Geht mal weg da. Und stört einfach nur. Einfach nur stören. Oh. Mann! So, jetzt geht's darum, die Mordor Gebäude zu zerstören. Hier oben bin ich echt happy, ne? Bin ich happy? I'm happy, we're dead. Wir haben den Schießstand verbessert. Ah, Feuerfeinde. Mega. Die gehen nochmal da hoch, sicher ist sicher. Und die... Diesen weg. Ja. So viel dazu. Ja. Ich glaube, am Ende heißt es wirklich nur alle Mordor Gebäude zerstören. Nein, auf die Katapulte. Was höre ich denn? Oh nein! Nicht gut, ey. Überhaupt nicht gut. Das ist nice, cool. Oh. Ich hab die Falschen losgeschickt. Ja, nice, cool ist nicht so nice. Aber wie... Gut. Wir halten. Ich spare jetzt ein bisschen für das Camp hier unten. Damit ich einfach noch mehr Sachen ausbauen kann, mehr Rohstoffe kriegen kann. Und zack. Mega. Hier einfach einen besseren Spot habe zum Verteidigen. Ich denke, das ist. Ist gut. Ist eine gute Idee. Ansonsten entschuldige ich mich für die raue Stimme. Das ist nicht so das, was ich eigentlich möchte. Aber es ist nicht so, wie es sein soll. Ah, hier ist noch ein Katapult, das ist gut. Bogenschützen, sehr gut. Noch einmal Kavallerie wäre gut. Aber erstmal machen wir Feuerfeuer draus. Zack, und schicken die runter. Na, jetzt haben die hier nämlich Türme. Hey, schwierig, schwierig. Aber, das zerstören wir einfach. So. Unsere Truppen werden angegriffen. Gut, die halten das. Schleudert sie in den Abgrund!
Gut. Bögen bereit machen. Aufpassen! Passt auf die Flanken auf! Ich da irgendwie sowas machen. Reiter der Mark! Und überrennt sie. Jawoll, ey. Jawoll. Kann man auch nichts sagen, außer dass es halt einfach nice ist. Ah, da sind schon die Gegner. Was macht das hier? Reiter der Mark. Kurz stören. So. Do your job. Wo ist meine... Where are they? Ja, mir geht's erstmal darum, hier ein bisschen was zu zerstören. Und dann... Die sind ja auch nicht schlecht. Die sind eigentlich sogar sehr gut, muss man sagen. Was kosten denn diese Tower? Die kosten nix. Haben was. Nice. Aber hier oben wird auch noch was sein. 100 pro. Wir werden Gondors Wälder verteidigen. Ja, nicht so. Waldläufer! Vorwärts! Macht euch kampfbereit! Reitet hinaus! Auf. Und los! Reitet! Attacke! Unsere Truppen sind angegriffen! Weiter! Vernichtet sie! Vorwärts! Ritter! Ritter! Ritter der Mark. Am besten wären hier noch sowas. Ritter, vorwärts, auf sie. Ja, solange keine Belagerungszwecke kommen, ist alles gut. So. Oh, damn. Damn, son. Die Nazgul. Geräusche, ah, die verstecken sich. Bleib vorsichtig. Pfeile bereit machen. Bleib zusammen. Schnell in das Gebäude. So, jetzt können wir auch Faramir rufen. 20 Archers. Und ein paar Ritter. So. Und ein bisschen. Ich möchte nicht zu weit gehen, sonst greift er direkt an. Man sieht auch. Okay, wir müssen es jetzt machen. Sie haben angegriffen. Los, los! Wenn ich mutig vor die Heiligen aus! Männer, Rohan! Super, ja, nice, ey. Wir brauchen mehr Steine! Ja, gib mir die Steine! Ja, übelst. Nice. Wo sind wir? Macht euch bereit. Bleibt wachsam. Bleibt wachsam. Unsere Truppen werden angegriffen. Sie sind hier. Ja, ich weiß das. Auch auf sie. Männer Gondors, zieht eure Schwerter! Männer Rohan! Der Feind ist unter uns, Männer! Aufpassen, Waldläufer! Auch auf den Nazgul, auf den Nazgul! Männer Gondors, alle Männer! Er ist tot. Ja. This is how we do it, ey. This is how we do it. Ja, der Feind ist natürlich, ne? Faramir.
Du bleibst da hinten. Über den Fluss jagen wir diesen Abschaum aus unserem Land. Ritter, Attacke! Attacke! Ja, das ist nicht so gut eigentlich. Oder geht nach vorne. Geht nach vorne! Los! Aufpassen! Wir werden angegriffen! Sie haben dieses Land entweiht! Pfeile los! Ah, Frage, die große Frage. War es das jetzt schon? Und noch ein paar Krieger. Ein paar Gutkrieger. Ja, siehst du mal. Da haben wir's. Da haben wir's ja. Zwei Lager. Schieß. Aber wir können es sehr gut ausbreiten. Von daher passt es. Wir hatten hier jetzt die Stellung. Oben sehe ich eh, dass man das gut halten kann. Noch ein Nazgul. Oh, noch ein Nazgul. Oh, was macht der Nazgul jetzt? Ja, ich glaube, das ist nicht so nice. Was? Das gibt's doch nicht. Wir erreichen für Gondor. Waldläufer, wir kämpfen für Gondor. Wir haben die Kaserne Gondor. Hast du das gehört? Der Nazgul ist gefallen. Jawohl. Wir müssen sie aufhalten. Wir haben den Diese Wege werden sicher bleiben. Sie haben Verteidiger des Weißen Baumes. Wir haben die Angriffe für Gondor. Ja, ist jetzt meiner. Schwerter, wir werden Gondors Grenzen schützen. Werde nicht nur die Grenzen schützen. Faramir. Faramir, ich möchte ums Verrecken nicht, dass du stirbst, ey. Kann ich eigentlich mal helfen? Kann ich nicht. Schade. Wäre ja auch zu cool. Rücken wir vor! Der Feind ist nicht fern! Wir machen mal hier Gondors Elite hin. Guter Vorposten, der einfach. Oh, da hinten ist Mordor. Mörder. 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 Ja, sorry dafür. Gondors Elite ist da. Finde ich sehr nice. Ritter, werf den Feind nieder, so weit, Männer Gondors. Lass mal gucken, was da oben ist, weil die nervt mich am meisten irgendwie. Die nerven mich am meisten. Haltet die Augen offen. Sie sind hier. Pfeile! Los! Der Feind ist hier! Schlagt Alarm! Der Feind ist unter uns, Männer! Erstmal auf die Trolle. Alle auf die Trolle. Faramir bleibt auf Fernkampfmodus. Einmal auf den Hals. Ist wichtig. Wichtig für die Punkte, ey. Jetzt haben wir auch. Der lebt noch. Why is he living? Warum ist er immer noch am Leben? So. Mit dem Feuerfeind sollte es relativ fix gehen, da die Sachen zu zerstören. Gönnen wir uns mal Dark Schwerter. So. Unsere Truppen werden angegriffen. Verteidiger des Weißen Baumes. Verteidiger des Weißen Baumes, ja. Ich bin ja auch gerade übelst hart an der Netflix-Adaption von The Witcher zu schauen. Dabei das zu schauen. Da gibt es ja auch die weiße Hand. Oder bin ich verwirrt? Und die Serie ist echt gut. Ich habe sie, was hat er gesagt, irgendwo zu Ende geschaut. Sehr, also mir gefällt sie sehr gut. Guck mal, gut, alle Mordor-Strukturen noch besiegen, dann sind wir durch. Und ich denke, wenn man The Witcher nicht kennt, ist es cool. Und wenn man The Witcher auch aus den Spielen kennt, ist es auch cool. Mann, ey. Ja, leise. So. Was ist das denn, ey?
Eieieiei. So. Kabel wirklich. Wir werden dieses Land schützen. Ich denke mal. Wir wollen es noch mehr. Alles, ziehen wir uns einfach alles, was wir haben. Sie sind hier. Still jetzt. Und dann geht's weiter. Und wie lange machen wir heute? Wir Sag den Rittern, ihre Stallungen sind spielen, bereit. glaube ich, bis zur nächsten großen Die Schilde Schlacht. für die Reiter sind fertig. Minas Tirith. Sie sind Gondors Elite. Auch wenn wir aus Die Gilead Schilde ihrer Rüstung ist wie fertig. sie halten können. Formation bleiben. Wir müssen sie aufhalten. Kommt schon. Achtung! Für die Ehre Gondors. Wir Stirbt er jetzt einfach rein? Das wäre nice. Die Turmwachen werden Gondor verteidigen. Half-Life. Bereit machen! Bereit machen! Lasst keinen Sie greifen entkommen! An. Das neue Upgrade ist bereit! Elende Kreaturen! So. Schie. Zaudert nicht! So muss es doch sein, ey. Bereit machen! Zaudert nicht! Spione des Feindes! Lasst sie nicht vorrücken! Spione des Feindes, was? Wow. Ja. Feuerpfeile. Mega. Rüstung, gib mir Rüstung. Und dann kann alles, was kommt, wird alles einfach weggeschreddert. Faramir. Ach, der redet da. Ich da. So. Da drauf. Gönnt euch mal richtig. Und da haben wir es auch gewonnen. Also ohne Probleme, alles easy peasy. Ja. Die Elben werden diesen ruhmreichen Tag besingen. Die Elben. Ich glaube, die Menschen auch. Die feiern es ja am meisten. Ey. Die Orks in dem Game sind aber auch so schäbig. Fühlt man richtig. Rückzug nach Mordor. Und jetzt sieht man die fette Army. Ach du Schalame, ey. Ja. Ging jetzt doch ein bisschen länger, aber war kein Problem. Osgiliath wurde verteidigt, jawohl. Die Reise des Ringträgers wird immer gefährlicher. Ah, jetzt sind wir hier bei Mit dem türkischen Gollum als Führer müssen Verops. Frodo und Sam vorbei an unzähligen Leier. Gegnern einen Weg nach Mordor finden. Kankras Hütte. Leier. Frodo Oh, Beutlin ist in Bossfight. Kankras Reich verschwunden. Nun muss ihn sein treuer Freund Sam finden, damit die Naturalarm. beiden ihre Reise fortsetzen und Mittelerde vor der Unterwerfung durch Sauron bewahren Mega können. nice. Ja, ich bin nicht so ready dafür, weil I know, dass also ich weiß, dass Hobbits keine Rüstung haben. Eben nicht mehr auch. Sam. Sucht Ja. Frodo in Kankras Reich. Sam, befreit die gefangenen Soldaten mit eurem Schwert. Ah. Sie Okay. werden diesen Tag verfluchen. Ja, dann halt so. Das ist unsere Chance. Ich will endlich Ja, meine Ruhe. dass er halt one-hitted, ne, ist halt auch ein krasser Hilfe! Typ. Hilfe! Hilfe! Danke, dass ihr mich gerettet habt. Hierher Ein, hättet ihr mich ein. nicht überleben. Einen. Bitte, Herr Hobbit, helft mir, meine Kameraden zu finden. Ich muss wissen, ob sie noch leben. Einen. Hier lang. Das ist mir ein bisschen zu Weiter, wenig. Ah, weiter. die Map. Ist nice. Halt durch, Herr Frodo. Ich komme. Ja, Frodo. Frodo Ich will Beutlin. endlich meine Ruhe. Ja, wer will das nicht, Macht! ne? Müssen wir mal kurz abchecken, was wir als nächstes holen hier. Aragorn Damage. Nice. Also,
bin schon da. Ja. Ich bin schon da. Wir müssen aufpassen. Schnell. Mir nach. Das macht ihr. Vorsichtig. Alles klar. Ist dieser Lass mich nicht hier. Okay. Fupp. Ich will nur helfen. Bogenschütze. Sie werden diesen Tag verfluchen. Stehen wir schneller auf. Könnt euch stehen. Ja. Bitte helf mir. Ich hänge in diesem Netz fest, dich nicht im Stich. Ich helfe euch. Wir gönnen euch. Sie werden diesen Tag verfluchen. Ruhig jetzt. Komm schon, Samwise. Haben wir ganz viele einzelne Bataillone. Hierher. Ja. Das Reorbit. Ja, okay. Fiale? Was ist das Fiale? Okay. Ich lass dich nicht okay. Die Fiole? Ist dieser Weg sicher? Hierher. Ist ja ähnlich wie bei Herr der Ringe, die Fiole. Flüssig und Glücks. Felicius, oder? Also gut. Schnell. Wo geht's denn hier lang, ey? Sonst sehen sie uns. Also viel weiter geht's hier nicht. Sprich, da ist ein Schatz. Nice. Nice. Dass wir Sam nicht ableveln müssen, ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Haben wir jetzt zum Glück aber. Gondor, Bogenschütze. Ja, wenn die mal ein bisschen schneller aufstehen würden, das wäre schon durchaus nice. Ich meine, die labern ja auch immer, wenn man die findet. Deswegen hoffe ich, dass wir keinen übersehen. Oh, du Alarm, ey. Habe ich Angst vor Höhlentrollen? Ja. Warum? Weil die einfach alles gefühlt wie ein Hobbit und Schotten. Aber gut, jetzt haben wir schon mal zwei zum Preis von einem. Und die Bogenschützen sind ja wichtig für alles Weitere. Gut. Ich glaube, hier macht es Sinn, mit A zu arbeiten, dass wir hier alles, was kommt, angreifen. So. Angriff und gönn uns das da. Danach geht's weiter. Nein, machen wir nicht, Bruder. Wir lassen niemanden zurück. Da ist noch einer. Holt mich raus! Abstand halten! Spider-Herr. Verlass dich auf mich. Ja, der neue Spider-Man, ja. Schneller. Fand ich auch gut. Komm schon, Samwise. Fand ich, gut, konnte man sich mal gönnen. So, du gönnst mal alles an Gold hier, was es gibt. Uff. Schneller. Halt durch, Herr Frodo. Ich komme. Kann man da irgendwie hoch? I don't know. So, jetzt haben wir das da abgesucht. Jetzt gibt's eigentlich nur noch den Weg hier, den wir gehen können. Und ich denke, bis jetzt haben wir alle. Wir müssen aufpassen. Also gut, machen wir mal. Besiegen wir mal die Spinnen. Aber immerhin gibt es hier nicht so die ganze Zeit Kommentare wie: Ich brauche ein Nickerchen. Vorsichtig. Ich hätte gern Wein. Oder mal wieder Pfeifenkraut. Helft mir. Haltet auf. Ja, ja. Ich muss mir einen Weg bauen. Lass mich unter. Ich muss ihn retten. Gibt auch sehr coole Hobbit-Vibes mit den ganzen eingesponnenen, sagt man das, Soldaten. Da ja die Zwerge da auch mal gut von den Spinnen gefangen genommen wurden. So,
Das haben wir ja auch alle. Jetzt gehen wir erstmal nach rechts. Wir können hier kein Nickerchen machen. Ja, Nickerchen ist schlecht. Ach, guck mal, das wäre egal, wo wir lang gelaufen wären. Hier gibt's viele, hier gibt's viele. Wir bauen eine richtige Armee auf. Da ist Hobbit. Gollum. Den wir nicht besiegen können. Da gibt's keinen Schaden. Dem müssen wir folgen. Also wir sind auf dem richtigen Weg jetzt, auf dem Weg, wo es zu Frodo geht. Und alles Leute, die wir brauchen. So. Also gut. Haben wir alle. Oh. Kommt schon. Das leckere Fleisch ist dort drüben. Darüber. Ja, wer ist das? Das ist einfach nur. Ach, das ist schon Kankra. I don't really like this. Aber gut, die Bogenschützen, die gönnen. Ich will nur helfen. Er gönnt auch. Ja. Ich lass dich nicht im Stich. Geht nach Cirith Ungol. Ja. Find all the treasures. Ja, dann laufen wir jetzt ein bisschen rum. Suchen die Schätze, suchen die versteckten Soldaten. Ich finde es auch interessant, dass hier, dass man hier Boromirs Stimme hört. Ah, da ist noch einer. Da ist noch einer. Den hätten wir fast übersehen. Vorsichtig, sonst sehen sie uns. Halt durch, Herr Frodo, ich ja, komme. Ja. Geht schon mal weiter. Samwise lässt dich nicht im Stich. Haltet die Augen offen. Ich glaube, hier geht's auf jeden Fall. Ja, da geht's weiter. Ah, ja. Oh, alles klar. Wie sollen wir denn da durchkommen? Gibt's hier noch irgendwie versteckte? Also das sind schon einige Leute, die versteckt sind, aber ist ja auch so ein verstecktes Katapult oder Helden, die versteckt sind. Ich meine, das ist eine ganze Festung vor uns. Ja, noch einer. Ich glaube, die oben waren schon ganz wichtig. So, zack. Das haben wir noch alles, oder? Ich lass dich nicht im Stich. Bogenschützen! Ah, du musst erst aufstehen. Okay. Jetzt ist die nächste Aufgabe, Frodo zu suchen. Das sind alle. Und ich denke mal, wir gehen hier nicht rein. Wir gehen hier vorbei. Und dann in die nächste Mission. Ich weiß nicht, wie wir reinkommen sollen. Wir müssen diesen Vorposten zerstören, damit wir einen Stützpunkt errichten können. Das ist der Plan. Ach, den da. Okay. Ich dachte schon. Ich dachte schon. Weiter schießen, Männer! Lass sie fliegen! Wir werden diesen Tag verfluchen. Komm schon, Samwise. Deswegen umso besser, dass man hier mal die ganzen Schätze eingesammelt hat. So, was errichten wir? Ich denke, die drei machen am meisten Sinn. Ja, so ein Brunnen zum Heilen würde auch Sinn machen, aber. Gut, wir haben 12.000, ja. Ein bisschen mehr sogar noch. Nice. Ah, oh, der muss erstmal aufleveln. Das ist doof. Ja, während die rekrutieren. Die Adler sind halt schon cool und die Ents, die sind richtig stark. Das weiß ich. Oder ich gehe davon aus. Ich meine, bei Age of the Ring sind die auch super stark. Das ist aber auch Power Disabled in this Territory. Territory. Ja.
Hier hätte ich gern Feuerpfeile noch. Die würden nämlich um einiges mehr machen. Ich denke mal, die können das Tor nicht zumachen, da können wir durch, ja. Frodo ist da oben. Sigrid Ungol. Und wir brauchen ein paar hier Lanzenträger. Und du gehst jetzt auf Steine werfen. Modus. Ich glaube noch ein, zwei. Dann haben wir auf Level 2. Hier müsste der eine noch reichen. Dann machen wir noch die, Turmwächter. Wir machen jetzt mal Feuerpfeile. Weil die strong, also wirklich stark sind. Ah, cool, man sieht sogar, wie lange die brauchen, ey. Ich denke, desto besser die Armee, das, also man kann nichts falsch machen. Easy, it's as easy as that. Macht das Sinn? Wir müssen die ja hier holen und dann nochmal für alle. Ja, wenn wir jetzt hier das ist auch schon wieder 600. Aber komm. Ah, die ist nicht so cool. Aber das gibt uns ja auch Rohstoffe, deswegen ist es ja durchaus. Sam bleibt einfach hier. Ich meine, der soll nicht sterben. Das könnte ich nicht mit mir vereinbaren, wenn der stirbt, ey. Nein, könnte ich nicht. Ist guter, wie ein guter Freund. So, ich denke mal, wir haben dann auch eine gute Truppe. Ich meine, der rekrutiert auch, aber Orks, ein Troll, also arsch viele Bogenschütze, ja, ja, ja. Aber bitte. Jetzt muss es ja aber rucki-zucki gehen. Gut, wir gehen schon mal ein bisschen vor. Wir gehen schon mal ein bisschen vor. Wir haben die Kaserne verbessert. Waldläufer, wir kämpfen für Gondor. Verteidiger des Weißen Baumes. Siehst du mal. Warten wir kurz. Greift einfach alles an, was kommt. Und gutes. Ich hab euren Rücken. Ich heile euch auch immer. Wichtig ist es, dass erstmal die Infanterie, die Nordkämpfer, reinkommen. Und meine Waldläufer dann so. Das ist für eure Freiheit, Männer. Bereit. Auf die Großen gehen. Weil die machen viel Schaden. So, gut. Ging ja schnell. Und wir gehen auch direkt darauf, dass die keine mehr machen können. Die gehen mir auch die Nerven. So. Wenn das gemacht ist, da siehst du mal, da ist schon der nächste. Gehen wir hier oben auf die Bogenschützen. AKA Rückendeckung. Du, da drauf. Last Ditch Standing. Ja, ich dachte schon hier, wir müssen mit dem kleinen Bataillon, was wir haben, hier die Festung einnehmen. Ach du Alarm. Aber so ist es ja easy peasy. Wir haben uns gut vorbereitet. Mehr als gut.
Mehr als gut. Und immer Leute nachproduzieren. Also quasi wie im echten Spiel, aber ich habe halt Hoffnung, dass sie dann immer mitkommen ins nächste Level. Das wird eine lange Folge vielleicht. Vielleicht auch nicht, wer weiß das schon. So, wir haben auch 10 Punkte. Ich will uns Ends holen. Gucken, was die nächste Mission ist und machen das so ein bisschen davon abhängig. Weil jetzt brauchten wir die nicht, konnten die auch gar nicht einsetzen. Die Helden Mittelerdes haben gesiegt. Ja, kein Ding. Wir haben gesiegt, wir haben Frodo geschützt. An die Szene kann ich mich jetzt nicht so im Film erinnern, aber ist ja auch eigenständiges Spiel, ja. Kann ja eigentlich alles wie im Film machen, sonst wäre es ein bisschen. Sonst wäre es kein RTS mehr, kein Real-Time Strategy. Moria. Ja. Wie geht's weiter? Wir haben Frodo gefunden und 2 Fähigkeitspunkte bekommen. Die Armeen Mordors sind in das Herz Gondors vorgestoßen. Ja, nicht so gut. Sein Auge auf die weiße Stadt. Wenn sie fällt, ist ganz Mittelerde verloren. Und sie darf nicht fallen, deswegen achten wir darauf, dass die nächste Folge nicht fällt. Wir machen jetzt hier Schluss für heute. Und machen dann nächste Woche mit Minas Tirith weiter. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe auch, dass ihr gut ins neue Jahr gekommen seid. Und Fragen, Anregungen, alles in die Kommentare. Es wird jetzt wieder ein bisschen aktiver. Folgt davor auch, aber jetzt auch im Video. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche. Spätestens. Und auch euch noch viel Spaß bei Schlacht um Mittelerde.